Tja, moin ihr Lieben. Viele meiner Bekannten haben mich schon gefragt, was an meiner NC so besonders ist. Ich versuche euch das mal hier ein bisschen festzuhalten. An dieser Maschine ist, denke ich, alles dran, was man sich von Honda holen kann und auch von Gifi. Dies ist eigentlich aus einer einfachen NC 750 ja ein hochgerüstetes Langstreckenreisemotorrad geworden. Ich fange mal einfach hier vorne an. Es ist hier zum Beispiel eine 12 Volt Steckdose rangekommen. Das große Navi von TomTom. Dann haben wir hier ein Windschildaufsatz mit von Gifi eine Smartphone-Halterung, allem was dazugehört. Dort befindet sich ein manueller Kettenöler. Dann haben wir die Handguards dran. Die ganze Maschine hat ein DCT-Automatikgetriebe. Das ist eine Feststellbremse. Hier haben wir Schaltwippen. Da fehlt dann natürlich auch die Kupplung, die nicht da ist. Dann haben wir den Motorschutzbügel mit Zusatzbeleuchtung, Nebelscheinwerfer oder wie auch immer. Hier noch ein kleiner Gabelschutz. Dort ist eine Schutzblechverlängerung, um den Kühler ein bisschen zu schützen, alles. Des Weiteren haben wir einen zusätzlichen Kühlerschutz mit der Inschrift NC 750 eingefräst. Hinten haben wir eine Hinterradabdeckung zusätzlich, um das hintere Federbein zu schützen, in Fahrzeugfarbe lackiert mit dem Kettenschutz kombiniert. Hier haben wir einen weiteren Spritzschutz in Fahrzeugfarbe lackiert. Ja, gut, sie könnte mal gewaschen werden, wie ihr seht, aber das ist eine andere Geschichte. Dann haben wir eine Komfortsitzbank für lange Strecken tauglich gemacht. Dort befindet sich noch ein Tankrucksack, maßgeschneidert. Es gibt nur diesen einen möglichen, weil das hier ein Kunststofffach ist. Kann man also keinen Magneten und mit Langriemen geht auch nicht. Also speziell für diese Maschine ein Tankrucksack. Ein Koffersystem ist dran. Für dieses Koffersystem sind maßgeschneiderte Innentaschen. Die liegen jetzt allerdings im Keller. Hier haben wir dann noch Armstützen, Rückenpolster oben, Rückenpolster unten, ein zusätzlicher Gepäckträger. Ja, ach ja, und dann haben wir hier noch was. Hier ist nämlich noch eine Lenkererhöhung um 2,5 cm, damit man besser sitzen kann. Ja. Und das alles, wie soll ich sagen, ja, auf einer einfachen 750 NC 750X. Und das sind Dinger, die es kaum woanders noch mal gibt. Also ich habe diese Maschine noch kein zweites Mal gesehen in dieser Ausstattung. Also wer was für lange Strecke haben möchte und nicht unbedingt eine Goldwing haben will oder eine BMW K1600, sondern wo jemand sagt, Mittelklasse reicht mir doch, ich brauche doch keine dicken Dinger, ist das hier optimal. Natürlich gibt es Maschinen, die mit Garantie bequemer sind. Aber für mich reicht das. Ich habe vorher eine 1150er BMW gehabt
die würde ich nicht mehr zurücknehmen wollen gegen diese 750er hier. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Spaß es macht, mit Automatik zu fahren. Erst war ich auch sehr skeptisch. Ich habe die einmal Probe gefahren und sofort gekauft. Preislich, naja, da sticht natürlich ganz schön zu Buche, da braucht man sich nichts vorzumachen. Für das Geld kriege ich auch eine 900er BMW. Ich habe festgestellt, gut, ich habe 36 Jahre BMW gefahren. Und war dann mit dem Service nicht mehr so ganz einverstanden und habe mir dann gesagt, ich muss doch keine BMW fahren, ich steige auch von da oben. Im Nachhinein habe ich ja festgestellt, preislich gesehen, steht Honda noch über BMW. Kann ich vergleichen, was ich will. Und hinzu kommt, dass ich bei BMW kein Automatik kriege. Soll jetzt keine Werbung sein. Gibt auch andere schöne Maschinen. Suzuki V-Strom. Kawasaki Versys. Aber ich denke mal, nach 40 Jahren Motorraderfahrung kann ich das vielleicht ein bisschen beurteilen. Wie kommt man Honda nicht ran? Man muss auch überlegen, was will man machen, wo will man hin, wie viel Geld hat man oder auch nicht. Naja, alles drum und dran. Muss ich sagen, ich bin sehr positiv überrascht und die nächste würde wohl auch wieder eine Honda werden. Und wenn nicht, dann wird sie BMW. Hier steht übrigens noch eine. Die ist auch voll ausgestattet. Auch da gibt es noch Koffer und dann Rucksack. Alles passend. War natürlich keine, leider, sag ich mal, keine Zusatzscheinwerfer. Bei meiner Frau möchte die nicht haben. Wenn sie nicht will, kriegt sie die auch nicht. Es gibt auch noch eine Gabeltasche. Aber auch die könnte mal gewaschen werden, so wie es aussieht. Wenn Lust hat, kann ja mal rumkommen. Kann mir die Mühe abnehmen. Auch hier gibt es natürlich Navi, Kettenöder. Da steht noch eine. Auch top ausgestattet. Da will ich jetzt aber nicht drauf zukommen. Auch da ist noch ein Gepäcksystem im Keller. Gut. So viel zum Thema Honda NC und Konsorten. Ich denke, das war's erstmal. Bis dann.